und es ist vollbracht. Alle Geschenke kratsching einkassiert, alle Säcke in der Tasche und jetzt gucken wir mal rein, was denn so in den Säcken überhaupt drin ist. Lohnt sich das ganze Geraffel? Also ihr Lümmels, ab geht it. Ich stand jetzt hier ein paar Stunden, muss man ja tatsächlich sagen, schön an dieser heiligen Stelle mit der Stippe und habe Gas gegeben. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Ich war allerdings auch immer mal wieder, keine Ahnung, 2-3 Stunden AFK, hab dann irgendwie auch mal zwischendurch wieder relockt und wieder neu und hin und her. Und die letzten 2 Säcke, sie wollten einfach nicht und sie wollten einfach nicht. Ja, es ging relativ schnell los hier mit den beiden Premium-Säcken. Die habe ich tatsächlich relativ schnell bekommen. Und dann ging es hier so querbeet, hier und da und hier und da. Relativ zum Ende erst die erste Linie oben, die 5er, 5 Stück Säck, von dem blauen, habe ich ja mit als letztes bekommen. Und dann ewig lange diese beiden Kandidaten. Und der letzte Sack war dieser blaue hier. Leck mich fett, Alter. Gerade eben erst gestippt. Nu ist er endlich da. Und ich würde sagen, wir machen mal hier schön Box-Opening. Und wir öffnen mal die Säcke. Ich weiß gar nicht, wie die im Inventar drin sind. Ich mache die mal so ein bisschen querbeet auf. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was da denn jetzt so kommt. Wo sind sie denn? Da unten ist die Rubrik Geschenke. Na, ist das die Reihenfolge? Könnte das sein, dass das die Reihenfolge ist? Ich weiß es gar nicht. Kann das sein, dass das die Reihenfolge... Ja, das könnte sein. Das könnte... Wobei, nee, ich hatte ja die ganze Zeit nichts. Nee, kann nicht sein. Also von da angefangen kann es nicht sein. Und von hier angefangen auch nicht. Das war zumindest der letzte. Das von denen hatte ich aber die ganze Zeit keinen. Also, die sind irgendwie drin. Wie auch immer. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an hier mit einem blauen Sack und wir packen ihn aus. Zack, zack. Ja. Immerhin Knoblauchteig. Das nächste Brassenangeln ist gesichert. 50 mal Knoblauchteig im Sack mitgenommen. Nehmen wir mal hier so einen Tannenbaum alten. Öffne den Büttel. Was ist drin? Alter, was haben wir denn? Nee, Alter, einen 10er-Pack von der guten Schocki? Das ist die gute. 70-prozentige, Alter. Peterburg, zartbitter. Dark Chocolate, zart schmelzend im Mund und nicht in der Hand. Ehre, sehr gut, mitgenommen. Komm, jetzt machen wir mal so grün hier auf, Alter. Was haben wir denn da drin, Alter? Also, auspacken. Nee, nee. Monkey Cola 6x033? Ich hoffe, da kommt noch eine Pulle Rum mit dazu, oder? Oha. Naja, die stellen wir mal irgendwo in den Keller. Was ist denn da vom MHD? Steht nichts drauf. Ja, Cola für den Notfall. Oder wenn man mal... irgendwie Probleme mit dem Magen hat oder so. was haben wir denn? Ich komme hier so einen gestreiften, können wir auch mal aufmachen. Was haben wir denn da drin? Okay. Ich dachte erst eine Dose Kaviar. Fast. 15 Kilo Schnur. 15 Kilo Schnur. Braid. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Kann man gut gebrauchen. 350 Meter könnte man tatsächlich auch noch für Siama-Angeln oder sowas mit verwenden. 15 Kilo. Vielleicht ein bisschen grenzwertig, aber nicht verkehrt. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Wird in jedem Fall auch abgenutzt und verbraucht. Schönes Ding. So, was haben wir hier noch drin? In einem klassischen blauen Säckchen. Hä? Hier könnte ihr Name stehen. Wäre das was so? So ein Namensschild?
Ja, oder halt Kupfer-Nickel-Blechalden, wenn man sich da mal schön mit der Tangdor so ein Blinker rausstanzen will, Alden. Ja, habe ich ja noch viel Zeit. Ich habe gesagt, so mit Level 42 irgendwann habe ich vielleicht das nötige Silber übrig, beziehungsweise auch die Skillpunkte übrig, um dann hier in Köderbeschaffung zu gehen. Das hat ja noch ein bisschen Zeit. So, gucken wir mal hier in so ein Grün nochmal rein. Nochmal ein Sixpack Kohle, Alter. Jetzt muss aber die Pulle guten rum, die muss aber ran, ey. Und nicht hier so einen schlonzigen Captain, sondern was Richtiges, ne? Was hatten wir denn noch nicht? Komm, hier nochmal so ein Gestreifen. Ah, ne, komm, doch, machen wir einen Gestreifen erstmal noch. Ah, geil. Habe ich, glaube ich, schon. Aber gute Dinger. Sehr schön. Kann man immer gebrauchen. Komm, machen wir nochmal so einen blauen auf. Klar. Honigteig, warum auch nicht? 50 Stück fürs nächste Schleinangeln, Goldschleinangeln. Oder einfach zum Rausballern. Ja, ich meine, auf Karpfen könnte man auch probieren, ne? Kann man, glaube ich, auch machen. Zack, klappt. Sagen wir mal, so einen dicken, komm hier, wir machen mal hier, Ette hier mal. Komm, wir machen mal den auf. Alter, komm, wir machen den auf. Auspacken, guck mal, mit Sternchen. Rubin Diamond Jawolski, das ist der Stoff, der Bonus XP-se bringt, wenn man mal einen dicken drauf hat, einen dicken Stör oder weiß der Geier was. Also gut aufheben, wenn man mal einen richtig fetten Drill hat, dann kann man sich das Zeug mal reinkippen für Bonus XP. Ein bisschen Maisbrei haben wir noch drin, 50 Stück, auch nicht schlecht. Gucken wir mal weiter. Nehmen wir mal hier den grünen Stern. Alter, was ist das? Die Böller? Nee. Eine Käsebox. Alter, 20 Portionen Käse. Ja. Okay. Kommt mit in die Schleimmische rein. Schleimmische Käse-Spezialalgen. Zack. Komm, jetzt hier den Tannenbaum auch nochmal. Ausgepackt. Alter, was ist da denn hier? Ach, das ist ja witzig. Auch cooles Design, ne? So eine Boilie-Box ist doch witzig. Packung 150 Stück, verschiedene Boilies. Hook-Boilies, Mix-Set. Cool. Wieso nicht? Was haben wir da drin? Hot Pepper, ganz wichtig. Strawberry, Sweet Corn, das ist, ja, kann man machen. Pineapple wird auch mal Tutti Frutti, Pflaume, ja, ab und zu mal. Ja, kann man machen, ne? Hot Pepper? Habe ich, glaube ich, noch nicht. Habe ich das schon mal verwendet? Keine Ahnung. So, next. Guck mal, so einen gekarierten hier. Machen wir auch mal. Alter, 3 Tage Premium. Lübt, Alten. Hängen wir hinten dran. 3 Tage Premium. Schadet ja nicht. Warum auch nicht? Ach, guck mal, das bleibt sogar jetzt hier drin. Nicht schlecht. Komm, dann machen wir jetzt hier nochmal den Billo auf. Und dann haben wir eigentlich nur noch ein bisschen bessere. Nochmal ein bisschen Eierteig. Jawohl, zu den 50.000 oder was Eierteig dazu. Gerne. So, was machen wir? 1, 2, 3. Würde ich sagen, oder? 1, 2, 3. Die letzten Säckchen. Komm. Auf mit dem Gestreiften. Und Ladescreen. Ha! Alten. Was ist da denn, Alter? Wilde Pulle, Alten. Kann man ranzoomen? Kann man. Schwer zu lesen. Was ist das? Morsnaya. 40%iger. Naja. Zumindest ist es Wodka. Okay. Da, nichevo. Ran damit. Rinn in den Kopf, Alter. So, next. Auspacken. Okay.
Das ist, glaube ich, dieser, genau, da oben steht es auch dran. Traumfisch-Gutschein. Kann man machen. Kann man machen. Ist, würde ich sagen, für mich jetzt, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist gestiegen, dass ich das auch mal mache. Wobei ich tatsächlich nicht wüsste, was ich mir da ans Brett nagel. Triggert mich halt nicht wirklich. Wobei jetzt, keine Ahnung, irgendwas Fantastisches wird schon irgendwann rangehen. Alter, Don Kaulbarsch, dafür ist er. Don Kaulbarsch, Alter, der kommt ans Brett, wenn der als Trophy reinrasselt. Jawolski. Und nun der letzte große Sack. Da müsste ja jetzt quasi an die Wenger drin, drin sein, ne? Soll ich gucken? Moonshine? Nee! Der Stoff, Alter. Naja, dann muss ich sie mir halt kaufen, die Wenger. Immerhin. So, alles ausgepackt. Das waren die Säcke. Wie lange habe ich dafür gebraucht? Keine Ahnung. 5 Stunden, würde ich sagen. Ich würde ungefähr sagen, 5 Stunden. Eigentlich die ganze Zeit mit einer Stippe unterwegs gewesen, weil ja eh irgendwie nur die eine Stippe richtig geliefert hat. Und von daher war das, glaube ich, ganz okay. Jede Menge Kaffeeaufträge absolviert, also Learning mit einem 24er Haken und Regenwurm auf 17 cm Tiefe ging es ratzfatz. Wir haben ja jetzt noch bis zum 11.01. Zeit. Das heißt, wenn ihr da noch ein bisschen was rausziehen wollt, Petri, ihr Lümmels, vielleicht kriegt ihr auch noch ein bisschen Premium, bis zu 7 Tage Premium, hatte ich jetzt auch schon gehört, war auch mit da drin. Zieht raus die Dinger, viel Spaß dabei, macht euch ein paar schöne Tage noch und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.